verlogener Pisser. Hoffentlich seid ihr bald insolvent, ihr Fickfehler. Hurensohn. I will destroy you. So ein erbärmliches Stück Scheiße wie Sie stellt man also schon bei Zeitungen ein? Missgeburtenseite. Was Sie machen, ist einfach nur abartig und herablassend. Verdient Millionen und betrügt. Hoffe, einer grätscht ihn richtig ab, den Schweinepriester. I was a revenge porn victim and I don't want anyone else to face this. Scheiß Lieferheld, verreckt an Hodenkrebs. Alter, ich hasse so etwas. Wie kann man nur so arrogant sein wie dieser dumme Herr Leberwurst? Ja, hallo. Hallo, Herr Kiesling. Hallo. Verlogener Pisser. Hurensohn. Verdient Millionen und betrügt. Hoffe, einer grätscht ihn richtig ab, den Schweinepriester. Man wurde auch teilweise bedroht. Wenn ich dich irgendwo treffe, schlage ich dir die Fresse ein und lau solche Dinge. Jeder mitreden kann, weil es jeder gesehen hat, weil es jeder nachvollziehen kann, weil es einfach ist, weil es schwarz oder weiß ist, der Ball ist drin oder der Ball ist draußen. Fertig. Es gibt da kein Grau und nichts anderes. Genau das ist der Motor des Shitstorms. Klarer geht's nicht. Also von daher ist das quasi prädestiniert für einen Shitstorm. Stefan Kiesling hat gelogen. Haben Sie denn auf diesen Vorwurf, als Sie den das erste Mal mitbekommen haben, reagiert? Ja, schwierig, weil ich es ja nicht gesehen habe. Und deswegen kann ich ja auch schlecht sagen, dass er nicht drin war. Weil ich habe den Ball nicht reinfliegen sehen, sondern erst im Tor wieder gesehen. Deswegen war das für mich eine ganz, ganz schwierige Situation. Für die Leute ist das natürlich ein gefundenes Fressen gewesen, mich dann am Ende als Lügner hinzustellen. Der Ball kam gut, ich kam auch gut zum Kopfball ran. Und habe den auch Richtung Tor geköpft. Allerdings habe ich in der Situation, wo der Ball von meinem Kopf gegangen ist, gedacht, der Ball geht nicht rein. Ich war dann einfach nur perplex. Dann kam ja der Schiedsrichter auch auf mich zu, hat mich gefragt. Ich konnte ihm in der Hinsicht ja gar nichts sagen. Ich habe ihm nur das Gleiche gesagt, was ich gedacht habe, dass der Ball eigentlich Richtung Außennetz geht. Wir unterstellen ja, oder die Netzgemeinschaft unterstellt ja dem Herrn Kiesling, dass er über die gleiche Information verfügt, über die Sie verfügen. Wir gehen davon aus, dass er es natürlich genauso gesehen hat wie alle anderen. Mit 10 verschiedenen Kameraperspektiven hat er genau gesehen, das Ding, das kann einfach nicht drin sein. Vielleicht hat er sich einfach weggedreht und hat es einfach wirklich nicht gesehen in dem Moment. Er hat es einfach nicht gesehen. So, fertig. Die verstecken sich hinter ihren Computern und schreiben da irgendwelche Dinge, die ja teilweise richtig unter die Gürtellinie gehen. Und klar, man hatte immer die Angst gehabt, also vor allem eben auch um die Familie und die Kinder, dass die das noch extremer mitbekommen, die auf Deutsch gesagt so einen Scheiß mitbekommen, dass da Leute auch noch vor der Haustür stehen und Gewalt androhen oder was auch immer. Und die Angst war natürlich da, klar. Grundsätzlich kann man sagen, dass die klassischen Medien das Ganze natürlich entweder im Keim ersticken oder eben nochmal anheizen. Wenn ich Online-Informationen bekomme, dann schreibe ich auch in den Zeitungen darüber und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben es hier mit einer Skandalisierungsspirale zu tun. Das macht man nicht.
das geht nicht. Es ist unter der Gürtellinie. Er ist eine Respektperson in der Hinsicht, einer, der in der Öffentlichkeit steht. Sowas tut man nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Brief hat mich null interessiert. Die Entschuldigung ist für mich eine absolute Frechheit. Und deswegen war für mich das Thema, nachdem er mir den Brief geschrieben hat, vorbei. Ich habe darauf noch nicht mal geantwortet gehabt, glaube ich, weil das war für mich ein absolutes Unding. Also es gibt auch Surfer, die auf solchen Wellen surfen, gerade Politiker beispielsweise, die natürlich eine öffentliche Stimmung auch nehmen, um sich auch Profit zu geben damit. Der Shitstorm braucht auch diese klare moralische Verfehlung, dieses ganz klare Schubladendenken zwischen Schwarz und Weiß, um überhaupt auch zu funktionieren. Es muss halt zweifellos so sein, dass die Gemeinschaft sagen kann, wo liegt Recht und wo liegt Unrecht. Und dafür ist der Western an sich das klassischste Beispiel, was wir überhaupt haben. Bei einem Shitstorm sind die Kräfteverhältnisse ja doch völlig andere, oder? Ich meine, Charles Bronson steigt aus, irgendwie drei Leute empfangen ihn, es ist 1-3. Ja? Bei Kiesling ist es ein paar Tausend gegen einen. Ja? Wir haben ja direkt schon eigentlich ein sehr, sehr nachteiliges Kräfteverhältnis. Wie man sieht, wie sich die Seite eigentlich in kürzester Zeit entwickelt hat, da war ich sehr stolz drauf, dann auch irgendwann mal die 100.000er zu knacken. Das war ja auch noch vor dem Tor. Ja. Wie ist jetzt die weitere Planung? Wie werden Sie mit Facebook weiter umgehen? Gar nicht. Also ich werde da nichts mehr machen. Ich werde auch nichts mehr eröffnen, also nichts mehr Internetmäßiges. Jawohl, Dankeschön. Tschüss.